Unsere nächste Rednerin ist in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und bei Each One Teach One aktiv. Einen fetten Applaus bitte für Karen Taylor. Vielen, vielen Dank. Von mir auch nochmal ein großes Dankeschön an alle OrganisatorInnen, an euch, die ihr heute hier seid, um mit uns Solidarität zu zeigen, um mit uns laut zu sein und zu zeigen, wie Deutschland wirklich tickt und wie Deutschland wirklich aussieht. Also nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr alle hier seid. Wir haben gerade schon einen kurzen Einblick in die deutsche Geschichte gehört und auch ich möchte kurz was von mir geben, was 1912 ein deutscher Minister im Reichstag gesagt hat. Er sagte, Deutschland ist weiß, wir möchten Weiße bleiben und uns mit niemandem anderen mischen. Das wurde 1912 von einem Minister im deutschen Reichstag gesagt. Was damals schon nicht stimmte, ist heute erst recht falsch. Denn Deutschland ist das Zuhause, in dem Wissenschaftler aus der Sinti- und Roma-Community genauso zu Hause sind wie die schwarze Juristin, wie die Professorin mit iranischem Hintergrund oder der Arzt mit türkischem Migrationsvordergrund. All diese Erfolgsgeschichten, der Beitrag der Community, die sich POC-Community, People of Color nennt, dieser Beitrag muss sichtbarer werden. Auch deshalb stehe ich heute hier als Vertreterin des Vereins Each One Teach One, einem Berliner Community-Projekt für schwarze Menschen in Deutschland hier in Berlin-Wedding. Denn auch wenn wir in Deutschland so vielfältig sind und das eigentlich niemand mehr verneinen kann, haben wir Rassisten, die Menschen durch die Straßen hetzen, die nicht weiß sind. Wir erleben einen ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, der dies verneint, statt dagegen vorzugehen. Wir erleben einen Innenminister, für den Migration die Mutter aller Probleme ist. Wir erleben eine AfD, eine rassistische Partei, die im Bundestag sitzt, die den Holocaust in Deutschland und die Nazi-Geschichte Deutschlands als den Vogelschiss der deutschen Geschichte bezeichnet. Und hier in Berlin erleben wir, dass die Berliner Antidiskriminierungsbeauftragte rassistisch beleidigt und bedroht wird. Nach all diesen Ereignissen stelle ich mir die Frage, wo ist da der Aufschrei? Wo ist der Zusammenschluss aus Politik und Zivilgesellschaft? Wo sind all jene, die Haltung zeigen müssen? Das sind wir. Genau deswegen sind wir heute hier. Wir sind diejenigen, die auf die Straße gehen. Wir sind diejenigen, die laut sind und es uns nicht bieten lassen, wenn Rassisten uns einschränken wollen, wenn Rassisten uns trennen wollen und uns unsere Solidarität abzeichnen wollen. Wir dürfen nicht zusehen und nicht schweigend beobachten, wenn der Rechtsruck in unserem Land weiter vorangeht. Denn wer sich nicht äußert, macht sich genauso schuldig wie diejenigen, die hetzen und pöbeln und Menschen verachten. Ich stehe hier auch als junge Mutter und deshalb macht es mir besonders Mut, so viele Menschen zu sehen, die daran mitarbeiten wollen, dass unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder besser wird und dass unsere Kinder auch wissen, dass sie Teil dieses Landes sind, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen, egal welcher Religion sie angehören. Vielen Dank.